Laut Deutscher Gesellschaft für Schmerzmedizin leiden in Deutschland mehr als 23 Millionen Menschen an chronischem Schmerz. Eine mögliche Ursache? Eine entzündliche Schmerzerkrankung mit dem Namen Polymyalgia rheumatica, abgekürzt PMR. Doch was genau ist PMR? Wie entsteht sie? Und wie sieht die Behandlung von PMR aus? Ich bin Christian, Facharzt für Innere Medizin und Rheumatologie und lade dich ein, jetzt hier mehr zu erfahren über die entzündliche Schmerzerkrankung Polymyalgia rheumatica. In dieser Folge besprechen wir die Anzeichen von Polymyalgia rheumatica, ein mögliches Modell der Entstehung von Polymyalgia rheumatica und wie die Behandlung von Polymyalgia rheumatica erfolgt und was bei dieser Behandlung zu beachten ist. Das Video ist in verschiedene Abschnitte eingeteilt, sodass, falls ihr mit einem Teil schon vertraut seid, ihr diesen natürlich überspringen könnt. Charakteristisches Anzeichen von PMR sind Steifigkeit und Schmerz in bestimmten Körperregionen, insbesondere dem Schultergürtel und im Hüftbereich. Polymyalgie ist trotz des ähnlichen Namens nicht zu verwechseln mit Fibromyalgie. Bei Fibromyalgie handelt es sich in erster Linie um eine Sensibilitätsstörung, um eine sehr starke Empfindlichkeit im gesamten Körper. Im Gegensatz dazu ist Polymyalgia rheumatica und entzündlichem Schmerz gekennzeichnet. Entzündlicher Schmerz hat bestimmte Eigenschaften, die helfen, ihn von anderen Schmerzformen zu unterscheiden, wie mechanischem Schmerz. So ist beim entzündlichen Schmerz, wie er bei PMR auftritt, typischerweise mit einer Besserung bei zunehmender Bewegung der betroffenen Gelenke und Körperregionen zu beachten. Außerdem charakteristisch ist eine lange Steifigkeit der Gelenke des Körpers, gerade in den Morgenstunden, von zumindest 30 Minuten, oft auch über einer Stunde. Und natürlich auch eine messbare Erhöhung der Entzündungswerte im Blut. Demhingegen ist mechanischer Schmerz, zum Beispiel bei Arthrose, dadurch charakterisiert, dass er eher durch Bewegung sich verschlechtert. Morgensteifigkeit kann unter Umständen auftauchen, ist aber meist auf wenige Minuten beschränkt und typischerweise ist eine Erhöhung der Entzündungswerte sehr gering. Die typische Präsentation von Polymyalgia rheumatica ist symmetrisch, was bedeutet, dass sowohl linke als auch rechte Körperhälfte in gleichem Ausmaße betroffen sind. Sie ist normalerweise zu sehen bei Patienten zwischen 70 und 80 Jahren, kann in manchen Fällen auch früher auftauchen, aber sehr selten unter 60 Jahren. Unter 50 Jahren gibt es PMR so gut wie nie, wo dann bei ähnlichen Schmerzen an andere Ursachen gedacht werden muss. Konstitutionelle Symptome, also Symptome des ganzen Körpers, können auftreten aufgrund der Entzündung. Müdigkeit, Gewichtsverlust, leichtes Fieber kann vorliegen. Wichtig ist auszuschließen, dass keine andere Erklärung für diese Symptome vorliegt. Bei entzündlichen Ursachen wäre das beispielsweise Rheumatoide Arthritis oder Lupus. Auch ist die Muskulatur zwar schmerzhaft und kann aufgrund des Schmerzes auch schwächer werden. Allerdings ist die eigentliche Muskulatur nicht betroffen und nicht erkrankt, sodass auch bei Erkrankung der Muskulatur an andere Ursachen zu denken wäre. In der Praxis oft hilfreich ist die Tatsache, dass PMR sehr gut auf eine Behandlung mit Glukokortikoiden anspricht. Für den Fall, dass ein gutes Ansprechen vorliegt, härtet sich natürlich die Diagnose von PMR, wohingegen in Abwesenheit eines Ansprechens eher von einer anderen Diagnose auszugehen ist. Die Bedeutung von Labortests bei PMR dient vor allem dem Ausschluss anderer möglicher Erkrankungen. Es existiert kein Labortest für PMR. Laboruntersuchungen dienen deshalb auch in erster Linie andere Ursachen für die Symptome auszuschließen. Im Bereich der entzündlichen Erkrankungen wäre das zum Beispiel eine rheumatoide Arthritis oder Lupus oder andere systemische Erkrankungen. Charakteristisch sind sehr hohe Entzündungswerte,
Diese müssen aber nicht immer vorliegen. Hier ist ein Entzündungstest dargestellt, die sogenannte Blutsenkungsgeschwindigkeit, BSG. Das ist ein sehr einfacher Test, wo, wie der Name sagt, gesehen wird, wie schnell die Blutkörperchen absinken. Wie man sich denken kann, ist das ein sehr unspezifischer Test, was bedeutet, dass viele Erkrankungen mit einer höheren Blutsenkungsgeschwindigkeit einhergehen. Unter anderem kann auch Übergewicht beispielsweise zu einer Erhöhung führen. Daher ist eine Erhöhung der Blutsenkungsgeschwindigkeit zwar typisch für PMA, aber natürlich kommt auch in vielen anderen Erkrankungen vor. Ein wenig aussagekräftiger ist das CRP oder C-reaktive Protein, was etwas gezielter für Entzündungen steht. Allerdings ist auch CRP in vielen Zuständen inklusive Übergewicht beispielsweise erhöht. Und zunehmendes Alter an sich kann auch schon Erhöhung dieser Entzündungswerte verursachen. Somit wird klar, dass PMR keine klare Definition hat, die es 100%ig abdeckt. Es gibt kein einzelnes definitives Anzeichen oder einen definitiven Labortest. Es handelt sich somit eher um eine Verdachtsdiagnose, die bei geeigneten Patienten mit dem richtigen Alter, mit den richtigen Symptomen gestellt werden kann. Und somit wird erst im Laufe der Zeit klar werden, ob eine PMR überhaupt genau vorliegt. Wie entsteht PMR? Da gibt es mehrere Theorien, aber es scheint sich um eine fehlgesteuerte Entzündungsreaktion zu handeln. Also eine dieser Erkrankungen, wo das Immunsystem sich gegen den eigenen Körper richtet. Hier ist eines der möglichen Modelle dargestellt, das sehr T-Zell-zentriert ist. T-Zellen sind eine Klasse von Immunzellen. Bei T-Zellen lassen sich T-Helferzellen von T-Killerzellen unterscheiden. T-Helferzellen helfen bei der Bildung von Antikörpern. T-Killerzellen haben die Aufgabe, kranke Zellen, also zum Beispiel virusinfizierte Zellen, gezielt zu töten. Diese T-Zellen werden mit zunehmendem Alter schwächer und weniger genau, was oft zu einer Infektionsanfälligkeit führen kann, beispielsweise Gürtelrose. Gürtelrose wird ausgelöst durch eine Reaktivierung des Windpockenvirus und ermöglicht wird diese Reaktivierung dadurch, dass mit zunehmendem Alter die T-Zell-Immunität schwächer wird. Grundsätzlich wird das Immunsystem im Alter also eher schwächer, was ja eigentlich gegen eine Autoimmunerkrankung sprechen würde. Auf der anderen Seite wird das Immunsystem aber auch weniger präzise. Vor einigen Jahrzehnten, in den 1990er Jahren, wurde eine weitere wichtige Gruppe von T-Zellen entdeckt, die sogenannten regulatorischen T-Zellen. Und regulatorische T-Zellen dienen dazu, diese Immunantwort so fein zu tunen und dienen dazu, die Autoimmunität zu vermeiden. Das machen sie durch viele Mechanismen und wie es genau entsteht, ist Gegenstand gegenwärtiger Forschung. Erwähnt sei aber ein Mechanismus, und zwar die Neutralisation von einem Entzündungsmediator namens Interleukin 2. Interleukin 2 dient der Vermehrung von T-Zellen. Und diese regulatorischen T-Zellen, hier in Gelb dargestellt, haben die Möglichkeit, mit ihren Rezeptoren freies Interleukin 2 zu binden. Somit steht weniger Interleukin 2 für andere T-Zellen zur Verfügung, sodass deren Wachstum abgeschwächt wird. Ein zweiter Mechanismus, der zu erwähnen wäre, ist durch die Beeinflussung dendritischer Zellen. Dendritische Zellen sind sehr interessante Immunzellen, die der Initiation von Immunantworten dienen. Diese regulatorischen Zellen haben die Möglichkeit, dendritische Zellen zu beeinflussen, so dass dendritische Zellen weniger aktiv werden und dass auch wenn sie aktiv sind, sie eher eine antientzündliche Immunantwort bewirken als eine entzündliche. Summa summarum sind regulatorische Zellen dazu da, die Immunantwort runterzuregulieren und eine Autoimmunantwort zu verhindern. Somit macht es Sinn, dass ein Funktionsverlust von regulatorischen T-Zellen auch mit Autoimmunproblemen einhergehen kann, was
teilweise der Mechanismus hinter dieser PMR auch sein kann. In manchen Fällen ist PMR auch verbunden mit einer anderen Autoimmunerkrankung, der sogenannten Riesenzellarteritis oder Arteritis temporalis, hier dargestellt. Also klassischerweise ist das eine Entzündung der Schläfenarterie, die bei etwa 5-30% der Patienten mit PMR auftritt. Und da handelt es sich um eine Entzündung der Gefäße, typischerweise der Schläfenarterie. Es können aber auch andere Gefäße des Körpers betroffen sein. Eine klassische Präsentation davon ist ein plötzlicher Sehverlust in einem Auge, einfach weil die Blutversorgung zur Netzhaut beeinträchtigt sein kann. Oft ist das kurzzeitig, es kann aber auch dauerhaft sein. Andere Symptome sind ein Schmerz in der Region, also eine Tastempfindlichkeit. Oft kommt es dann auch zu Schwierigkeiten des Kauens, sodass die Kaumuskulatur sehr leicht ermüdet. Also das sind dann Anzeichen, dass auch eine Gefäßentzündung vorliegt. Das benötigt natürlich zusätzliche Diagnostik, um das zu bestätigen. In manchen Fällen zum Beispiel eine Biopsie. Und das muss dann auch noch intensiver behandelt werden, einfach weil eben das Risiko beispielsweise des Sehverlustes besteht. Das ist eine wichtige Komplikation der PMR oder etwas, was bei PMR auftauchen kann und worauf Arzt und Patient zu achten haben. Die Therapie von PMR, das Prinzip der Therapie ist also, diese überschießende Immunreaktion wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Leider gibt es keine Möglichkeit, diese regulatorische Antwort direkt zu erhöhen, sodass es zu einer immunsuppressiven Therapie kommt. Also das Immunsystem wird unterdrückt. Das wird erreicht durch die Gabe von sogenannten Glukokortikoiden, die hier dargestellt sind. Wie zum Beispiel, wie hier in Gelb dargestellt, das Prednisolon. Und wie man hier sehen kann, ist dieses Prednisolon sehr stark verwandt mit dem körpereigenen Stresshormon Cortisol. Im menschlichen Körper wird das Cortisol in der Nebennierenrinde hergestellt und hat eine ganze Reihe von Auswirkungen. Ich habe dazu auch noch ein Video speziell über die Nebennierenrinde und die Hormone der Nebennierenrinde, wenn euch das mehr im Detail interessiert. Aber die Wirkung, um die es hier bei PMR geht, ist die Unterdrückung des Immunsystems. Damit sind diese Glukokortikoide sehr starke und sehr potente Medikamente. Allerdings sind so starke Medikamente oft auch mit möglichen Nebenwirkungen verbunden. Und man kann sich das vorstellen, es ist eine Art synthetisches Stresshormon. Somit ist natürlich bei langfristiger Gabe oder langfristiger Einnahme auch mit stressähnlichen Nebenwirkungen zu rechnen. Charakteristisch ist zum Beispiel Abnahme von Knochendichte. Psychische Nebenwirkungen können eintreten, Fettumverteilung, es hat Auswirkungen auf die Linsen, Katarakt kann sich bilden, die Blutversorgung von bestimmten Knochenabschnitten kann beeinträchtigt werden, somit kann Osteonekrose entstehen. Also das ist natürlich abhängig von der Dosis und der Dauer der Einnahme, und das muss auch nicht immer auftauchen. Aber generell sind Glukokortikoide sehr starke und sehr wichtige Medikamente in der Medizin und gerade in der Rheumatologie, da sie eben so starke immunschwächende Wirkung haben. Aber die Einnahme muss doch sehr genau abgewogen werden. Das Therapieprinzip ist also die Gabe von Glukokortikoiden zur Suppression der Immunantwort, um die Entzündungsreaktion zu unterbinden. Und sobald das geschafft ist, schrittweise die Dosis zu reduzieren, so dass das Gleichgewicht des Immunsystems wieder eingestellt wird und Nebenwirkungen möglichst vermieden werden. Man spricht von sogenannter ausschleichender Therapie. Was bedeutet, dass sehr vorsichtig und sehr schrittweise die Dosis der Glukokortikoide reduziert wird, oft über einen Zeitraum von Monaten oder gar Jahren. Prinzip ist es,
so viel zu geben wie notwendig und natürlich so wenig wie möglich. Leider gibt es dazu auch keine definitiven Daten, welche Methodik der Dosisreduktion die beste ist. Das heißt, viele Ärzte haben ihre eigenen Vorlieben und Erfahrungen, wie das am besten zu bewerkstelligen ist. Das Ziel ist natürlich eine sehr enge, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Patienten. Und Patienten sind oft dann auch in der Lage, genau zu spüren, wenn eine Dosisänderung zu schnell ist, zu langsam. Also im Laufe der Zeit entwickelt sich dann oft ein sehr gutes Gespür. Für den Fall, dass die Symptome nicht auf die Glukokortikoid-Therapie ansprechen, ist die Diagnose von PMR zu hinterfragen. Also ob da nicht eine andere Ursache für die Symptome vorliegt. Natürlich insbesondere, wenn die Präsentation der PMR nicht typisch war. Also wenn eben es eher ein jüngeres Alter war, wenn es eben nicht symmetrisch war oder wenn irgendwelche anderen untypischen Präsentationen vorliegen. In dem Fall ist es wichtig, nach einer anderen Ursache zu suchen und wahrscheinlich dann auch diese langfristige Gabe von Glukokortikoiden einfach zu vermeiden. Also trotz der Nebenwirkungen ist natürlich die Gabe von Glukokortikoiden bei Patienten, die das brauchen, die richtige Entscheidung und hat dann natürlich auch viel mehr Vorteile als Nachteile. Aber wenn, wie gesagt, es gibt keinen definitiven Test für diese Diagnose, das heißt, wenn diese zu erwartende starke Reaktion nicht eintritt, dann könnten die Nebenwirkungen doch die Vorteile überwiegen. Und das ist natürlich ein Prinzip. Es geht natürlich darum, dem Patienten zu helfen und nicht durch Gabe von unnötigen Medikamenten Nebenwirkungen zu verursachen. Genau deshalb ist auch Prävention sehr wichtig. Also Glukokortikoid-Nebenwirkungen können zum Teil natürlich vermieden werden. Also beispielsweise mit der Abnahme der Knochendichte durch regelmäßige Kontrollen der Knochendichtenmessung und eventuelle Gabe von Mitteln, die die Knochendichte wieder erhöhen. Calcium und Vitamin D ist immer sehr wichtig. Auch die notwendige Krankengymnastik. Aktiv bleiben erhöht die Knochendichte oder hilft, sie beizubehalten. Natürlich auch Impfungen. Gerade Impfungen, Grippeimpfungen, Impfungen gegen Pneumokokken und so weiter, diese Glukokortikoide schwächen das Immunsystem, das ist ihre Aufgabe, aber leider schwächen sie natürlich auch den Schutz gegen Infektionen. Und mit der Gabe von Impfungen lässt sich dieses Risiko in weiten Teilen neutralisieren. Dadurch ist das natürlich ein Bestandteil des Managements. Zusammengefasst handelt es sich bei PMR, Polymyalgia Rheumatica, um ein Entzündungssyndrom, das Schmerz und Steifigkeit verursacht und welches ausgelöst ist durch die altersbedingte Dysregulation des Immunsystems. Ein Mechanismus ist vermutlich die Abnahme der Funktion der sogenannten regulatorischen T-Zellen, was dann einfach zu einem Ungleichgewicht zwischen Entzündung und Entzündungshemmung führt. In den richtigen Patienten sind Glukokortikoide die Therapie der Wahl und es kann auch eine unheimliche Verbesserung erzielt werden. Allerdings ist es abzuwägen mit möglichen Nebenwirkungen der Glukokortikoide. Und eine wichtige Entscheidung hier ist auch einfach, wie stark der Verdacht auf diese Erkrankung ist. Wenn der Verdacht sehr hoch ist und die Präsentation sehr stark PMR nahelegt, dann ist die Therapie mit Glukokortikoiden auf jeden Fall die richtige Wahl, da natürlich auch Entzündungen, die nicht behandelt wird, an sich Risiken darstellt. Das heißt, in dem Fall ist die Gabe von Glukokortikoiden absolut zu empfehlen. Wenn das aber weniger klar ist, ist es wichtig, auch nach anderen Ursachen für den Schmerz oder die Symptome zu suchen. Bei Patienten, die mit PMR diagnostiziert sind, ist es wichtig, auch eine Ausschau zu halten nach den Symptomen der Riesenzellarteriitis. Da liegt es auch an Arzt und Patienten und dem Zusammenspiel, darauf Ausschau zu halten, da intensivere Therapie notwendig ist. Was sind eure Fragen oder Erfahrungen zu PMR? Schreibt jetzt in die Kommentare und ich werde sie beantworten. Für den Fall, dass euch derartiger Content interessiert, klickt jetzt auf Abonnieren und ihr werdet benachrichtigt, sobald es neue Folgen gibt. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, euer Medizinmensch.